Okay. Okay, verbergen. So, gucken wir uns einmal die Artworks an, die an für sich sehr schön sind, wenn wir ehrlich sind. Oh, Wookie töten. Ja, Concept Art von ihm. Oh. Okay, ja. Mach mal die Musik ein bisschen leiser, hä? Ich glaube, die kann ich generell mal so weit ausmachen. Wird ja eh nicht so lange dauern, hä? Okay, gehen wir durch die Galerie. Interessant. Ja, okay, ich erkenne, was man da gemacht hat und wollte ihm eine passende Ganzkörperrüstung geben. Und gleichzeitig so ein bisschen Krallen draufpacken. Auch hier hat man sich viele Gedanken gemacht. Okay, Vader Concept Art. Vader gegen Starkiller. Mit dem Imperator im Hintergrund, das ist auch sehr gut. Okay, hier gucken wir uns den Todesstern an. Von der Bauplattform. Interessant. Okay, das Shuttle, das kennt man. Die Executor. Das elendig lange Starship. Nice, nice. Oh ja. Die Größenverhältnisse. Oh Gott, sind die Dinger groß. Ach, mein Gott. Okay. Jedi Concept Arts. Interessant. Man hat verschiedene Sachen ausprobiert. Also ja, muss man, aber es ist schon krass zu sehen, wie sie eigentlich arbeiten. Ah, wer ist der? Okay, da ist ein Rancor. Das dürfte der sein, von Maris. Oh ja, Felucian. Die Schamanen. Das ist das, wo der das riesige Wesen festgehalten wurde. Aus einem anderen Blickwinkel. Starkiller gegen Maris Brot. Das ist auch gut gemacht. Ein AT-ST-Team mit Spezialausstattung, mit deutlich mehr Kanonen. Typischer Sturmtruppen-Heini. Sehr verdreckt, aber in der üblichen T-Position. Ist das Kashyyyk in brennend? Ja, oder? Ich glaube schon. Ich frage mich, das müsste für Lucia sein, eigentlich. Aber, ja. Das dürfte. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns da befinden. Das hat man, glaube ich, nicht gesehen, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Genauso wenig wie an den da. Aber. Naja. Okay. Da sind wir in der Generalissimo-Outfit. Das sind die dunklen Wachen. Ja, auch. Man hat da auch mehrere verschiedene Konzepte versucht. Ich
sehe es schon. Okay, hier sehen wir quasi unsere Widerstandszelle. Auch ein schönes Artwork, so richtig verwaschen. Schiffminiatur. Das ist das Schiff, was wir die ganze Zeit benutzen. Das ist die Pilotin. Pilotin, Proxy und Starkiller im Schiff. Auch ein sehr schönes Artwork. Oh ja, wir werden zusammengeflickt. Wir vorher. Im Nach-Felucia-Outfit. Das ist auch. Felucia mit Shakti. Nochmal. Und Rancors. Nice. Und generell Felucia. Felucia. Okay, keine Ahnung, was das für ein Schiff sein soll, aber. Oh, das sind die. Ja, auf Raxus Prime. Das dürfte die Tile Factory sein. Die Raxus Prime Ausrüstung. Oh, da ist das Bild her. Castan Paratus. Der Junk Titan. Interessant. Was hat er da überhaupt? Was hat er da als Waffe? Gute Frage. Das ist doch das, wo wir später festgehalten werden, oder? Ich glaube schon. Dann der ATCT Hardtop. Auch interessantes Konzept. Wie in der normalen Ausrüstung. Im Kampf gegen. Wie hieß der erste noch? Und dann sind wir eigentlich wieder hier. Okay, das war auch kürzer als erwartet, aber da uns das Spiel den Rest nicht spielen lässt, war es das. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei. Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir mit Hitman Absolution weitermachen. Also haut rein, bis dann und ciao, ciao.